Schönen guten Abend. Geht das so mit dem Mikro? Ja, hört mich jeder. Ja. Also herzlichen Dank natürlich nicht nur an meine Genossinnen und Genossen von der Linken, sondern ganz besonders hier ein herzliches Dankeschön für die alevitische Gemeinde in Remscheid mit dem. Ihr habt euch nicht einschüchtern lassen und das ist gut so. Nicht einschüchtern lassen von den Bedrohungen, von den Beschimpfungen, von den Beleidigungen, von richtigen Diffamierungskampagnen von Erdogans Anhängern, also den Anhängern des türkischen Despoten, dem Präsidenten und seiner Regierungspartei. Und mein Dank geht natürlich hier auch an dieser Stelle an die Integrationsratsvorsitzende, an aber auch den Oberbürgermeister, mithin hat es jetzt kritisiert, ich weiß nicht, weil es eine späte Erklärung gegeben hätte, aber ich finde nichtsdestotrotz, es hat eine Erklärung gegeben. Es hat eine Erklärung gegeben eines Oberbürgermeisters, der klare Kante gezeigt hat gegenüber den Hetzern, gegenüber den ganzen Hasskommentatoren von Erdogans Leuten und seinem Netzwerk hier in Deutschland. Und ich finde, das muss man natürlich auch hier würdigen, weil das ganz wichtig ist, dass man sich nicht einschüchtern lässt von irgendwelchen Schergen. Man muss ja mittlerweile tatsächlich Schergen sagen der türkischen Regierung, hier in Deutschland und auch Europa. Warum Schergen? Weil Remscheid nicht für sich alleine steht. Es gibt überall solcherlei Bedrohungslagen, die in Deutschland und auch in ganz Europa stattfinden in den letzten Monaten. Und meine These ist, dass das sogar noch schlimmer werden wird. Und genau diese Umstände sind es, die mich dazu getrieben haben, dieses Buch zu schreiben. Nicht, weil es in der Türkei so schlimme Verhältnisse gibt. Natürlich gibt es sie. Aber wir leben in Deutschland. Wir leben tausende Kilometer entfernt von der Türkei. Und warum ist aber die Sicherheit hier in Deutschland in Gefahr? Es ist doch ungeheuerlich, dass eine Veranstaltung wie diese, über das deutsch-türkische Verhältnis zu sprechen, unter Polizeischutz im Herzen Europas stattfinden muss. Das muss man sich doch mal vorstellen. Es ist doch ungeheuerlich, dass seit 2. Juni 2016 einer historischen Abstimmung im Deutschen Bundestag, was ein Sieg für die Gerechtigkeit und die Aufklärung war, nämlich dass der Bundestag zusammengekommen ist und nahezu einstimmig beschlossen hat, dass der Völkermord an den Armeniern durch das Osmanische Reich ein Völkermord war. Und das mit deutscher Mitverantwortung. Und seitdem gibt es 11 Bundestagsabgeordnete, die unter Polizeischutz stehen bei öffentlichen Terminen. Das ist doch ungeheuerlich, was hier in diesem Land passiert. Dass wir geschützt werden müssen, wenn wir unterwegs sind, um unser politisches Mandat auszuüben. Dass Veranstaltungen wie diese geschützt werden müssen, weil man sich kritisch mit den Entwicklungen in der Türkei, aber auch im deutsch-türkischen Verhältnis auseinandersetzen möchte. Und das zeigt schon, wie weit Erdogans Arm nach Deutschland reicht, liebe Freundinnen und Freunde. Und deshalb ist es richtig, klare Kante zu zeigen. Und diejenigen, die meinen, die Gewaltpolitik des türkischen Präsidenten, die er in der Türkei anwendet, auch hier in Deutschland und Europa anwenden wollen, zu wollen, denen muss man sagen, es gibt keinen Platz, nicht nur für deutsche Neonazis in Remscheid und anderswo, sondern es gibt auch keinen Platz für türkische Nationalisten und Faschisten und Islamisten der Erdogan-Partei. Am 2. Juni gab es die Armenien-Resolution im Bundestag, habe ich gesagt. Aber wo war Bundeskanzlerin Merkel bei so einer historischen Abstimmung? Sie war nicht da. Wo war der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Sigmar Gabriel? War er da? Nein, er war auch nicht da. Er hat einen Termin bei der Bauindustrie dieser historischen Abstimmung im Bundestag vorgezogen. Und wo war unser deutscher Außenminister, der jetzt Bundespräsidentkandidat ist? War er vielleicht da, um sich vor den Opfern dieses Völkermordes zu verneigen und auch zu sagen, wir entschuldigen uns auch als Deutsche, weil wir eine Mitschuld tragen daran? War er da? Nein, er war auch nicht da. Er hat eine Lateinamerika-Reise gemacht. Und warum waren sie alle nicht da? Weil sie der türkischen Regierung versprochen haben, sie würden alles tun,
Also es kam ja die Berichterstattung raus, in den englischen, in den britischen Medien kam raus, dass Merkel und in den türkischen Medien, weil Erdogan das rausgehauen hat, Merkel hätte ihm am Telefon versprochen, sie würde alles dafür tun, um diese Resolution zu verhindern. Aber sie konnte die Resolution nicht verhindern, Gott sei Dank. Aber deshalb ist sie ferngeblieben, dieser Resolution, um zu zeigen, das ist der Bundestag und ich habe nichts damit zu tun, was hier heute abgestimmt wird. Und ich finde das eine Schande für die deutsche Außenpolitik. Eine Schande, dass der Außenminister, der Vizekanzler und die Kanzlerin bei einer solch historischen Abstimmung im Bundestag nicht dabei waren. Weil ich finde wirklich, das war eine Glanzstunde für den deutschen Parlamentarismus, dass wir fraktionsübergreifend diesen Völkermord endlich auch als einen Völkermord anerkannt haben und nicht drumherum geredet haben, wie es Jahre zuvor gemacht wurde, auch aus Gründen der Staatsräson. Und das muss man sich schon vorstellen. Also es war ja lange Zeit eben die Staatsräson in Deutschland, den Völkermord zu leugnen. In der Tradition der Völkermordleugner von Erdogan bis zu den Gründern der Republik. In den letzten Jahren waren es mehrere Milliarden, die bezahlt worden sind an die türkische Regierung. 2007 bis 2013 waren das 4,7 Milliarden Euro. Also so viel dazu, wenn der Erdogan immer so großmäulig sagt, wir kriegen doch nichts von euch, wir sind nicht angewiesen auf euer Geld. Andererseits aber haben sie ja beim Flüchtlingsdeal erst gesagt 3 Milliarden, dann sofort 6 Milliarden. Also offensichtlich will er doch ein bisschen Geld. 4,7 Milliarden 2007 bis 2013 und 2014 bis 2020 sind 4,4 Milliarden vorgesehen. Und jetzt kommt's, von diesem Geld sind 1,5 Milliarden Euro eingeplant für den Ausbau des Rechtsstaats und die Sicherung der Menschenrechte. Ich finde, man hätte das Geld auch gleich verbrennen können hier in Deutschland oder in Europa, statt irgendwie in die Türkei das Geld zu schicken, vermeintlich für den Ausbau des Rechtsstaates. Und wenn man sich natürlich nochmal genau anguckt, was genau da gefördert wird, da stehen einem die Haare zu Berge, weil es letztendlich wirklich meistens nur darum geht, irgendwelche Privatunternehmen, Privatkonzerne, sie zu finanzieren, ihnen finanziell unter die Arme zu greifen. Für nichts anderes. Ich meine, die Bilanz des Rechtsstaates in der Türkei und des Stands der Menschenrechte, die Bilanz ist ja mehr als offenkundig, wenn man mal ein bisschen in die Türkei schaut. Kein Mensch mit gesundem Menschenverstand würde sagen, dass dieses Geld gut angelegt gewesen ist in den letzten Jahren und dass der Rechtsstaat und auch der Schutz der Menschenrechte sich in der Türkei gut verbessert haben. Und deshalb sagen wir als Linke, Stopp der Beitrittsgespräche mit der Türkei, keine weitere Stärkung des türkischen Präsidenten und seiner Diktatur in der Türkei, kein Geld, keine Waffen, keine Bundeswehr in die Türkei. Vielen Dank.